Also, wir haben heute hier im Rahmen von Inklusiv Gelind die Olympiateilnehmerinnen und Olympiateilnehmer aus Potsdam wieder begrüßt. Immerhin mehr Olympiateilnehmer aus Potsdam als aus dem ganzen Land Sachsen. Wir sind stolz drauf, das merkt man vielleicht auch an so einer Aussage. Und wir haben sie heute ins Goldene Buch der Landeshauptstadt Potsdam eintragen lassen. Das ist eine schöne Tradition, die wollen wir fortsetzen. Und ich habe mich gefreut, dass sie heute alle so zahlreich gekommen waren.